Servus und hallo. Heute zeige ich euch einen kleinen Trick, wie man relativ simpel den Gaszug am Bing 84 Vergaser einhängen kann. Geht bestimmt auch bei anderen Vergaser vielleicht so nach meiner Methode etwas einfacher. Das ist ja immer ein ziemlicher Mist, wenn man hier an diesen Bing-Vergasern zum Beispiel den Nadelclip umhängen will oder Zug tauschen und so weiter, um dann das wieder zusammenzukriegen mit der Feder. Ich zeige euch das mal. Also zuerst die Nadel, dann muss hier die Feder. Ich habe den Zug schon voll entlastet. Dann muss die Feder hier rein. Dann muss man die irgendwie so spannen. Also das Ding auch noch vorher, dieses Gleitstück rein. Und dann muss man das da noch reinhängen. Zusätzlich noch den Startschieber mit reinfummeln. Ja. Jetzt hätte ich's. So. Jetzt hat es relativ gut geklappt. Aber manchmal kann man da echt verzweifeln. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, wie man das ein bisschen einfacher machen kann. Bum, 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 genau so. So, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, habe ich mir gedacht, man müsste die Feder einfach so komprimieren, in dem Zustand halten und dann würde sich das ganz einfach einbauen lassen. Ist das bloß nicht relativ schwierig, da da ist ganz schön, ups, siehst du, ganz schön Zug drauf auf dem Ding und ruckzuck schnippst die weg und deswegen muss man das ordentlich fixieren. Ich habe es erst gedacht mit Kabelbinder, nur mit Kabelbinder geht nicht. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Also eine Nuss rein und dann in den Schraubstock. Ja, das ist zu fest. So, jetzt hat. So, jetzt ist die schon mal da drinnen. Und jetzt nehmen wir Kabelbinder. Ziehen das schon mal eine Seite fest, drehen das und machen die andere Seite. So, schon mal nicht ganz so schlecht. Man sieht schon, das schnipst da ruckzuck immer rum. Weswegen man das jetzt noch mit Klebeband fixieren sollte, beziehungsweise muss, sonst schnipsen die Dinger wieder weg da. So.
mach schön ab. Und schon ist es kompakt beieinander und schnipst nicht mehr durch die Gegend. Jetzt setzen wir das ganze Konstrukt zusammen. Zack. Schon sitzt es. Und jetzt brauchen wir nur noch Cutter, Zwicker. So. Und somit wäre das wieder beieinander.